Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Das machen die Leute doch mit Absicht. Die schreiben mich an, sobald sie sehen, oh, er hat Isaac geöffnet. Naja, gut, egal, wir machen, auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir diese Challenge nicht nochmal versuchen, ich will diese blöde Challenge schaffen. Auch wenn es da nichts Neues zu erzählen gibt. Halt fliegen, fliegen, Schaden machen, Dingsens, Bumsens und Mom damit besiegen. Aber ich bin guter Dinge. Jetzt habe ich auch die ganzen Arbeiten hinter mir, für die ich voll heftig gelernt hatte. Aber okay, das fängt schon mal nicht gut an. Ja, ich habe für die Arbeiten mal gelernt. Das ist voll krass. Eigentlich lerne ich nicht so heftig für Arbeiten. Und natürlich kam ein Großteil von dem Zeug, das ich gelernt habe, nicht dran. Ja, ja, das kennt man ja. Deswegen lerne ich auch so ungern, weil das eh alles nicht drankommt. Meistens langt das schon, wenn man im Unterricht einfach aufpasst und dann langt das, ja. Ja, Challenge normal. Wir müssen halt Mom besiegen. Moms Fuß und Moms Herz. Halt nur mit diesen Fliegen als Angriffsquelle. Ansonsten sind wir blind. Wie sollen wir? Ach ja, in der ersten Ebene kann kein Teufelsraum sein, deswegen haben wir keinen bekommen, obwohl wir nicht getroffen wurden beim Boss. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall, weil wir halt keine Schüsse haben, irgendwas anderes, womit wir Damage machen können, weil nur die Fliegen echt blöd sind. Eigentlich. Obwohl die rote Fliege doch recht heftig ist, wie man gerade gesehen hat. Speeddown, ja gut. Ist jetzt nicht so geil. Geheimraum wird wohl da sein. Konnte der Geheimraum an einen Miniboss angrenzen? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Aber scheinbar ja. Gut. Die Scheißhaufen können wir ja nicht kaputt machen. In den Shop können wir auch nicht rein. Das Beste wäre halt wieder eine Bibel. Bibel. Weil wir damit Moms Fuß und Moms Herz sofort besiegen könnten. Naja, erste Ebene geschafft. Versuchen wir in der zweiten Ebene nicht getroffen zu werden beim Boss. Und dann kriegen wir auch einen Teufelsraum, der uns gute Sachen geben kann. Auch wenn Teufelsraum und Bibel nicht zusammenpasst, egal. Egal, vielleicht finden wir die Bibel noch davor, das wäre schön. Gut, Are You Wizard macht gar nichts, da wir sowieso keine Tränen haben. Solche Räume sind schön in dieser Challenge. Die kann es häufiger geben, von mir aus. Okay, und wir fahren uns ein paar Herzen. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen, ja auch schön. Hat sich da gerade irgendwas geöffnet? Können wir in den Challenge-Raum? Nee. Hier hat sich doch eben irgendwas geöffnet. Egal, sprengen wir den Stein in die Luft. Kriegen nochmal zwei blaue Herzen, krass. Also an Herzen mangelt es uns gerade nicht wirklich. Und an Schaden auch nicht. Genau, sprengen wir den Automaten in die Luft. Und noch so ein Raum, der eigentlich einfach ist mit den Fliegen. Wenn sie denn richtig fliegen würden. Okay, bisher sieht es aber gut aus. Wir haben leider keinen Schlüssel, das heißt, wir können da immer noch nicht rein. Muss ja kein Shop sein, kann ja auch eine Bibliothek sein. Das war ein sehr netter Raum, vor allem kurz vom Boss. Einfach ganz viele Fliegen geschenkt bekommen. Die eigentlich auch gut Schaden machen. So, wir sollten jetzt nur nicht getroffen werden. Ein bisschen aufpassen, dann kriegen wir nämlich auf jeden Fall einen Teufelsraum. Und das wäre echt nice. Deswegen werde ich auch nur mit der blauen Fliege angreifen. Auch wenn die rote stärker ist, aber da müssen wir halt so nah rangehen. Und das ist nie so doll, wenn man keine Leben verlieren will. So, muss man halt immer warten, bis die Fliege richtig ist. In der richtigen Position. So, das haben wir geschafft. Und wir kriegen einen Teufelsraum. Sehr schön. Und noch die Box voller Zeug. Was ist das denn? Lucky Walk. Okay. Kriegen wir jetzt öfters was bei... Oh. Kriegen wir jetzt öfters was in Stein, oder wie? Da hätten wir Lucky's... Gabby's Paw. Könnten wir... Ja. Ist die Frage... Gabby's Paw. So, dieser Umhang war, glaube ich, irgendwas Gutes. Allerdings macht der auch, dass wir Evil abbekommen. Evil ab.
Evil Up. Also Gabis Power nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Und jetzt ist die Frage, wollen wir den Herzcontainer einlösen in drei weitere Herzen oder nehmen wir die Cloak mit, den Umhang? Sinn ab. Wir kriegen ja drei schwarze Herzen dadurch. Und was macht Jera? Ich weiß gar nicht. Achso, Jera gibt uns rote Herzen. Gut. Wir schauen mal in den Shop rein. Wir haben ja 9 Münzen. Vielleicht ist da ja die Bibel drin. Nein. Dann kaufen wir uns einfach einen neuen Schlüssel und verschwinden hier. Allerdings können wir noch in den Challenge-Raum, wenn ich mich richtig entsinne, war das ja eine, wo man nur ein Leben haben durfte. Challenge-Raum. Hallo. 2 schwarze Kisten, das nehmen wir doch gerne. So, dafür 2 kleine Bosse besiegen. Sollte nicht allzu schwer werden, auch wenn wir nur diese Fliegen haben. Wenn er nicht auf uns raufspringt, dann ist das okay. Los. Und Larry Jr., vermute ich einfach mal. Ja. Wie immer. Oder voll häufig auf jeden Fall. Larry Jr. ist richtig häufig in diesen Challenge-Räumen, in diesen Boss-Challenge-Räumen ein Gegner. So. Alle tot, danke. Kriegen sogar eine Münze. Hat uns quasi Schlüssel und eine Bombe gegeben. Das ist doch schön. Und dann gucken wir mal, ob da der Geheimraum ist. Sonst wird er wahrscheinlich hier oben sein. Yep. Mit nochmal 3 Münzen. Okay. Okay, dann kaufen wir uns wahrscheinlich... Ja doch. Wir kaufen uns noch eine Bombe. Damit wir wenigstens eine Bombe haben. Wie das aussieht. Wir sind einfach nur so ein Kopf. Und haben so einen Code um. So einen Umhang. Wir sind ein Assassinenkopf. Heuer! Aber was macht der Stein? Ich vermute einfach, dass... Okay, was geht mit den Hunden ab? Dass jetzt öfters was in den Stein drin ist. Wenn ich die jetzt einfach so wegsprenge, dass da vielleicht was Cooles drin sein kann. Zum Beispiel so ein... Oh, was ist das denn? So ein super Geheimraum. Was ist das denn? Monkey Paw Wish Granted? There's something inside it. Lucky Walk. Okay, nehmen wir das doch mit. Da bin ich aber gespannt. Was für ein Wunsch denn? Was für ein Wunsch, frage ich euch. Wir werden es bald erfahren. Nein, das wollen wir nicht. Wir können sowieso nicht schießen. Kommt Trinkets eigentlich auch... Lol. Nicer Raum. Kommt Trinkets eigentlich auch in den Itempool zurück, wenn man sie einsammelt? Also, dass man sie nicht mehr findet. Nein, wir wurden von einer blöden Made 2-mal getroffen. Oh Gott. Das schöne schwarze Herz. Das schöne schwarze Herz. Ich trauere drum. Ach was, so schlimm war es gar nicht. So, oh oh. Okay, wir dürfen nur nicht unachtsam bleiben. Auch wenn wir jetzt so einen schnieken Mantel haben und ein Assassine sind, heißt das nicht, dass wir unbesiegbar sind. Auf jeden Fall schauen wir hier mal. Oh. Der sieht ja aus wie von Zelda für so einen Bossraum. Dieser goldene... Lol. Dieser goldene Schlüssel. Ich wollte den Schlüssel gar nicht kaufen, aber okay. Ich wollte den goldenen Schlüssel. Na, hoffentlich finden wir noch genug... Lol. Hoffentlich finden wir noch genug Geld. Können wir die... Okay, das ist nämlich mein Problem. Ich will immer die mit der roten Fliege töten, aber... Da kommt man anscheinend gar nicht mit der roten Fliege ran. Danke. Das habe ich gehofft, dass der da ist, weil Explosionsspucker sowieso immer da sind, wo... Nee, Speedrun wollen wir nicht. Nee. Speed up. Das ist schön. Lemon Party. Nochmal Lemon Party. Die Explosionsspucker sind immer da. Oder voll häufig auf jeden Fall da, wo die Geheimräume angrenzen. Sodass sie die dann aufsprengen können. Das ist richtig häufig so. Und jetzt, ja komm, wir gehen jetzt schon zum Boss. Gertie Jr. Setzen wir mal unsere Lemon Party ein. Die sollte auf jeden Fall viel, viel Schaden machen. Hat sie auch. Nein, wir wurden getroffen. Jetzt kriegen wir keinen Teufelsraum, oder? Doch, trotzdem. Nice. Hier schon Shotspeed ab, bringt uns leider überhaupt nichts. Und das bringt uns auch überhaupt nichts. Hätte uns, glaube ich, stärker gemacht, wenn wir es eingesetzt hätten. Also unsere Tränen hätte stärker gemacht. Aber da wir keine Tränen haben, ist das irrelevant. Und das sammeln wir kurz auf. Aber was ist dieses Wish Granted? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr wisst das bestimmt.
So. Noch eine Ah, komm her. Nix. Ein Lebensupgrade wäre natürlich auch schön. Okay, komm. Wir probieren jetzt mal aus, ob dieser Stein wirklich macht, dass in Stein öfters was drin ist. Und hier ist ein schöner Raum, wo ganz schön viele Steine sind. Wenn wir das geschickt hinsetzen, man kann es ja auch auf die Steine raufsetzen. Tatsächlich. Okay, cool. Komm, wir farmen Geld. In jedem Stein ist jetzt einfach Geld drin, oder wie? Ja, geil. Das ist doch wirklich geil. Gut, sollten wir keine zwei weiteren Münzen finden für den goldenen Schlüssel, dann werden wir ja nochmal einen Stein wegsprengen. Ansonsten würde ich es begrüßen, wenn ich wenigstens eine Bombe behalten dürfte. Was ist das denn? Flatworm, blub blub. Ach so, nee. Also hätte auch unsere Tränen verändert, aber wir haben keine Tränen. Liebes Spiel, wieso gibst du uns dann dauernd Träneneffekte, wenn wir doch gar keine Tränen haben? Ist nicht so ganz nett von dem Spiel, aber gut. Das Spiel weiß es nicht besser. Komm her, ich habe eine rote Fliege. Ja, ihr müsst herkommen, wenn die richtig sind. Wenn die Fliegen in der richtigen Position sind, aua. Na toll. So, zwei Münzen brauchen wir noch. Liebes Spiel, gib uns bitte zwei Münzen. Ich will meine Bombe behalten. Oh. Münzen. Münzen. Keine einzige Münze. Ich fasse es ja nicht. Und dann werden wir noch getroffen. Nein. Ja, gut. Dann müssen wir, wohl oder übel, irgendeinen Raum finden, wo mindestens zwei Steine nebeneinander sind. Obwohl, wir können es auch hier machen. Oder auch nicht. Jetzt haben wir einfach die Bombe für gar nichts verschwendet. Nein, jetzt können wir auch nicht in den Geheimraum. Wir können gar nichts machen. Wir waren schon im Geheimraum. Im Supergeheimraum. Das war sogar der Supergeheimraum. Oh, geil. Geil. Oh, ich will dich haben. Hätten wir den Schlüssel nicht gekauft, dann hätten wir das sogar kaufen können. Ich weiß zwar nicht, was dieser Schlüssel macht, aber er ist golden und sieht aus wie aus The Legend of Zelda. Die Pille war schlecht. Gut, dann können wir nur weiter runtergehen. Schade, Schokolade. Hätte ich die Bombe über diesen komischen Stein da gemacht, dann hätten wir bestimmt das Geld bekommen. Naja. Ah, nee, fliegen. Macht doch bitte euren Job. Oh Gott. Jetzt haben wir wieder so wenig Leben. So, sollte weitergehen. Achso, wir waren hier beim Boss. Alles klar, wir wurden getroffen. Mein Bruder ist hier gerade reingekommen mit seiner neuen Freundin. Also einer Freundin, nicht seiner Freundin. Also so eine Sprecherfreundin zum Reden. Und dann musste ich halt mal Hallo sagen. Macht man ja heutzutage so. Soll ja höflich sein. Und, oh Gott, jetzt bin ich wieder voll raus. Jetzt werde ich das hier eh nicht schaffen. Ich werde einfach an Piep versagen. Ich sag's euch. Und ich hoffe, es wird nicht asynchron. Weil das wäre doof. Das wäre ganz schön doof. So. Ich hoffe, das war's. Danke. Cool, wir haben ein ganzes Leben. Ist das nicht toll? Head up. Okay, wir haben immer noch nur ein Leben. Aber wir könnten dieses Leben einsetzen, um drei Leben zu bekommen. Aber das machen wir erst, wenn wir ein halbes Leben verlieren sollten. So wie jetzt. So. Hat er uns einfach ins Feuer reingepupst. So ein Blödmann. Oh nein, wir sind nur der Lord der Fliegen und nicht der Spinnen. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Oh nein, ich wurde echt zweimal getroffen. Ich sag's ja, ich bin jetzt gerade voll raus. Jo, jo, ist okay. Ich kann gar nichts mehr. Okay. Ach man.
Weil diese paar Sekunden Pause für euch waren für mich einfach eine Pause von einer halben Stunde. Das Witzige ist, die Freundin war früher in meiner Klasse, in meiner Grundschulklasse. Das heißt, ich kenne die sogar. Was ist das denn Schönes? It feels lucky. Rustitki. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Was bist du? Aha. Ja, gut. Wir haben 1,5 Herz. Ist gar nicht so gut. Und da ist die Bibel drin. Ich habe eine Pille, die... Hoinsch abmacht. Ja, gut. Ja, gut. Ist nicht wirklich notwendig in unserer Situation. Wieso ist hier noch ein schwarzes Herz, das ich nicht aufgesammelt habe? Jetzt haben wir es aufgesammelt. Konnten die spucken oder konnten die nur... Die haben wahrscheinlich nur diese Spuren, dass ich hergezogen war. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ein rotes Herz. Können wir nichts mitmachen. Gar nichts. Damit können wir gar nichts machen. Überhaupt nichts. No. Mein schönes schwarzes Herz. Ja, ist irgendwie schon doof, dass wir jetzt so wenig Leben haben. Wir sollten aufpassen und nicht immer nur mit der roten Fliege angreifen. Das sollte ich vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Mit der roten Fliege nur angreifen, wenn sich die Gegner nicht bewegen, weil es sonst zu riskant ist. So. Das merken wir uns und da kommen wir sogar ran, ohne Bomben zu verschwenden. Haha. Die können schießen, genau. Und die anderen haben... Ja, sie haben Fliegen produziert. Danke. Danke, 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 danke für diese Schokolade. Danke für diesen tollen Start. Hallo? Okay, hier trifft die Rote nicht mal. Das heißt, wir können nur mit der Blauen angreifen. Das ist ja jetzt auch nicht so schön. Warte, was? Gut, machen wir das so. Nein, nicht angreifen, danke. Kann man die nicht irgendwie töten, danke. So. Nix, gehör du, triffst mich auch eh nicht. Lalalala. Gödi ist irgendwie einfach. Einfacher als andere Bosse mit diesen Fliegen. Sonst fand ich Gödi nicht so einfach, aber mit den Fliegen geht das voll. So, bitte nicht treffen, damit ich meinen Teufelsraum bekomme. Range up, oh, supi! Okay, da hätten wir coole Sachen. Können wir uns aber beide nicht leisten, sehe ich gerade. Das heißt, wir gehen ja einfach wieder raus. Oder zählt ein schwarzes Herz auch als blaues Herz? Kann man die auch einsetzen, um Teufelsdinger, Teufelsangebote anzunehmen? Blub, 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 blub. Was war im Shop? Haben wir den Shop schon? Ja, die haben den Shop schon. Was war da drin? Ach, die Leiter, genau. Die Leiter war da drin. Die Leiter brauchen wir ja nicht. Aha, die kann man also doch mit der roten Fliege töten. Jetzt... Wieso habe ich den nicht getroffen mit der blauen Fliege? Ganz ehrlich. Wow. Wow. Dein Ernst? Dein Ernst? Okay, wir haben noch ein Leben. Wir werden nach einem super Geheimraum suchen. Der wird da nicht sein. Wo wird er denn dann sein? Dann wird er höchstwahrscheinlich hier rechts sein. Genug Bomben haben wir ja. Ist er nicht? Warum nicht? Dann hier? Gut. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass hier... Ach ne, da war ein Stein. Ich dachte schon, man kann die Stacheln wegsprengen. Das wäre es ja noch. Gut, ich würde sagen, wir suchen auch nochmal nach einem super Geheimraum. Einfach euch Jux und Dollerei. Na gut, dann gehen wir halt mit einem ganzen Leben in die nächste Ebene. Ein Leben, das langt doch locker. Locker flockig. Ist er noch nicht Imam-Ebene? Das heißt, hier können wir noch... Oh, die Tiefen 1. Hier können wir noch schöne Sachen finden. Oh nein, ich hasse euch. Ich hasse euch. Die treffen mich immer. Außer jetzt, okay. Okay.
Okay, die mit diesem Kotzmund und die so ein bisschen rötlicher sind, machen also immer den Brimston. Gut, dass ich da auch mal drauf geachtet habe. Was bist du? Da hängt ein Hähn. Wow, können wir gleich wieder wegschmeißen. Hau ab. Warte, das Trinket will ich haben. Gib mir die Pfote. Gab es nicht auch so ein Pokémon, das so ein Affe war, so ein Feuer-Pokémon? Panflam? Hieß der Panflam? Ich glaube, der ist Panflam. Das hatte ich sogar ausgewählt. In welchem Pokémon war das? Pokémon... Pearl? War das ein Pearl? Ja, ich glaube schon. Pearl war noch cool. Pearl war das beste Pokémon, das ich jemals gespielt habe. Auch wenn viele sagen würden, Smaragd und so, bla bla. Ich finde Pearl das Beste, weil man da auch in den Untergrund gehen konnte und da diese Mineralien finden konnte. Das fand ich richtig cool. Auch mit seinen Freunden. Voll doof, dass sie das rausgenommen haben. Hilfe. Ich will da ran, ohne getroffen zu werden. Danke. Ach, das war unsere Robe, oder? Dass jetzt das schwarze Herz da gedroppt ist. Wenn man nur ein halbes Herz hat, dass dann ein schwarzes Herz droppt. Kann das sein? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das bestimmt irgendwas Tolles gewesen. Irgendwas hat das gebracht. Ich habe nur eine Erinnerung, es immer zu kaufen. Genauso wie diese schwarze Maske. Oh, mein schönes schwarzes Herz. Hör doch auf. Blöd, Mann. Okay, bitte sei die Bibel. No, du bist nicht die Bibel. Du bist nicht annähernd die Bibel. Nicht mal annähernd. Gut, dass wir die beiden Fliegen haben. Sonst hätte er uns jetzt schon zweimal getroffen und dann wären wir einfach tot. Jetzt hätte er uns dreimal getroffen. Viermal getroffen. Shit. Mann, ich spiele ja gerade richtig schlecht. Aber solange ich noch lebe, ist ja alles okay. Auch wenn ich nicht wirklich viele Leben habe. Oh Mann, es hat so toll angefangen. Da hatten wir, wie viele Leben? 8? 9? Richtig viele auf jeden Fall. Und jetzt, wo sind wir jetzt? Jetzt haben wir nur noch ein Leben. Okay, die können uns wenigstens nicht anhaben, solange wir hier rüber fliegen. Die können wir leicht töten. Du auch, danke. Und natürlich gibt er uns kein Herz. Nein, warum auch? Wir haben ja noch ein Herz, das muss ja lagen. So. Ein Schlüssel statt ein Herz. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Da. Und? Wieder nur eine Batterie. Was will ich mit einer Batterie bei einem Space-Item, das sowieso die ganze Zeit voll ist? Blödes Spiel. Nicht? Oh, nee. Oh, nee. Jetzt haben wir noch ein halbes Herz. Wir werden gleich sterben. Das ist nicht so cool. Bitte nicht treffen. Gib mir bitte ein Herz. Warum gibst du mir kein Herz? Du gibst mir Herzen, oder? Health up. Ja, 3 Herzen. Danke. Oh Gott. Voll risky. Wer geht denn bitte in einen Challenge-Raum mit nur einem halben Herz? Ich? Ah, by the way, ist gerade Tab-Sale bei Steam. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Ich habe mir gekauft Spiele. Ich habe mir Spiele gekauft. Ja, ja. Und zwar unter anderem Naruto, Ninja Storm 3, heißt das, glaube ich. Und dieses Revolution, waren beide günstiger. Und die gab es sogar im Bundle. Dann noch GTA San Andreas, weil ich das früher mal hatte und das sehr geil fand. Und da war im Bundle auch noch GTA 4 drin. Waren das jetzt nur 2 Ebenen? Hä, keine Ahnung. 2 Chargen an Gegnern. Oh, ein blaues Herz. Cool. Auch schon, wie dieser Steam Sale einfach an unseren Code klebt. Als wenn wir nicht abbezahlt hätten. Und ich glaube, ich habe mir noch was gekauft. Ich habe mir noch gekauft... Good Autosport. Das hatte ich auch einem Freund noch geschenkt. Das heißt, ich musste das sowieso noch... Also nur einen Gutschein dafür. Das heißt, ich musste ihm das sowieso noch kaufen. Von daher passt das ganz gut, dass das jetzt endlich mal im Angebot war. Sogar noch mehr jetzt im Summer Sale, soweit ich weiß. Und das habe ich auch noch gekauft. Yeah, yeah. Mehr habe ich nicht gekauft, glaube ich, bisher. Und noch das Humble Bundle, weil das gerade Sega ist. Und ich schon immer dieses Segas All-Stars Racing spielen wollte. Ja, ja. Wer das Humble Bundle nicht kennt, da muss man nicht viel zahlen und kriegt tolle Spiele. Ja, ja. Da kannst du den Betrag selber wählen, den du bezahlen möchtest und dann kriegst du Spiele. Und ab einem Betrag von
weiß ich nicht, 15 oder so, kriegt man dann immer die besten Spiele. Aber schon ab einem Betrag von nur 1 Dollar, heißt also so 70 Cent oder was, kriegt man meist schon gute Spiele. So wie jetzt zur Zeit halt Sony All-Stars Racing und noch ein paar andere Spiele von Sega. Oh Gott, jetzt macht er gleich wieder seinen Laser. Geh weg. Okay, nein, du stirbst. Stirb, stirb. Danke. Und du stirbst bitte auch, bevor du deinen Laser machst. Dankeschön. Das Pentagramm. Ja, toll. Haben wir das Pentagramm bekommen? Ja, ja, supi. Tschüss. Naja, der Challenge-Raum hat uns gerettet. Man hätte es nicht gedacht, aber er hat es getan. Dadurch, dass er uns eine Lebens-Upgrade-Pille gegeben hat. Und ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie. Vor allem mit den Fliegen. Aber mit den Fliegen ist sowieso alles viel schlimmer. Außer Gertie. Gertie ist lustig. So, ihr blöden Köpfe. Ihr kennt mich mal. Oh Mann, überall kriegt man nur diese roten Herzen. Nicht schön. So. Ja, ich habe leider immer noch keine Idee, wie ich hier Mutters Herz besiegen... Wow, der schießt einfach in beide Richtungen. Mutters Herz besiegen soll mit nur den Fliegen. Da entweder wir finden noch ein gutes Item oder ich muss mir irgendwas einfallen lassen, sonst wird das wieder nix. Ja, ist hier noch ein Gegner irgendwo? Da. Hi. Oh, und wieder nur ein Schlüssel. Wir kriegen andauernd Schlüssel. Was wollen wir mit Schlüsseln? Wir haben genug Schlüssel. Oh nein. Oh nein, so viele von denen. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Nein, das ist Günther. Hä? Bitte geht weg. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Genau, läuft einfach in meine rote Fliege rein. Lalala. So. Das ist ein doofer Raum. Da muss man sich konzentrieren, weil die immer sofort schießen. Danke. Und wieder nur ein rotes Herz. Oh. Und die Bibel. Nö. Aber immer ein blaues Herz. Und eine Batterie. Hm. Bringt uns aber nichts, wenn wir nur Gabis Paw haben. Wenn wir noch was anderes finden sollten, was wir auch mitnehmen, dann können wir die Batterie eventuell kaufen. Aber so bringt das irgendwie nicht wirklich was. Hm. Fliegen, tötest du ihn? Danke. Gib mir das. Jo, zweimal, hi. Ach, die gehen hier ja nicht rüber. Genau, da war ja was. Wow. Okay, okay. Alter. Okay, ich sollte ein bisschen nachdenklicher daran gehen. Ein bisschen behutsamer. Das ist doof, wenn man immer auf die blaue Fliege warten muss. Ja, komm her, bleib hier. Komm her. Sehr schön. Sollte gleich tot sein, oder? Danke. Erster tot, folgt der zweite. Ach, der eben hat aber keine Sachen gespawnt. Was ist denn los mit dir? Wieso spawnst du so viele Sachen? Oh nee, au. Komm wieder her hier. Komm her. Wow. Das ist ja auch ein scheiß Gegner nur mit den Fliegen. Blaue Fliege, please. Blaue Fliege. Mach mehr Schaden. Und geh nicht immer so schnell weg. Wieder nur ein Schlüssel. Wir kriegen die ganze Zeit nur Schlüssel. Das ist die Marmebene. Wir können jetzt nicht zum Boss gehen. Das ist die Marmebene. Wir haben nur 1,5 Herzen. Boah. Das ist ja sauöde. Hoffentlich finden wir noch eine Pille. Hilfe! Stirb! Ah, nein. Jetzt haben wir nur noch ein Leben. Gleich haben wir nur noch ein halbes Leben. Was? Die zieht einfach ein ganzes Leben ab? Alter, ist nicht... Nein, wir machen das jetzt sofort nochmal auf, wenn die Folge schon 26 Minuten lang ist. So. Das kann nicht sein, dass ich diese blöde Challenge einfach nicht schaffe.
Das kann einfach nicht sein. Das ist nicht möglich. Das ist praktisch und theoretisch einfach nicht zu fassen. Das Blöde ist, ich hatte ja schon einmal die Bibel. Wisst ihr was? Wenn ich jetzt nicht in der zweiten Ebene die Bibel bekomme, dann fange ich einfach neu an. Ist das ein guter Plan? Ich weiß es nicht. Allerdings kann ja immer alles passieren. Das ist blöd, wenn man sich nur auf die Bibel verlässt. Ach Gott. Gut, neuer Versuch. Der 8. oder sowas. Speed und Damage Up. Speed und Damage Up. Dein Ernst, Spiel? Dein Ernst? Ne, Speed Up ist wenigstens nicht so schlecht. Oh, ich will an die Pille daran. Ach man. Gib mir die Pille! Health Up! Danke, immerhin etwas Gutes. So, tschüss. Wir rushen jetzt hier richtig schnell durch. Eher nicht, weil wir alles mitnehmen müssen. Was wir nur so kriegen können. Nein, schwarzes Herz, warum? Das ist halt richtig bescheuert, weil ich es beim ersten Mal eigentlich hätte schaffen können. Und ihr habt mir auch alle schön geschrieben, wie ihr es auch alle beim ersten Mal geschafft habt. Und das hat mich aufgebaut. Dass ich es auch beim ersten Mal schaffen will, was? Lol, gut. Wenn das so weitergeht, dann waschen wir hier wirklich durch. Was? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Pride mich überhaupt trifft mit seinem komischen Strahlen da. Judgment. Oh, okay. Los, nimm alle unsere Herzen. Und gib uns einen Lebensupgrade dafür. Dankeschön. The Empress hat einen zum... Nee, The Emperor hat einen zum Boss teleportiert. The Empress war, glaube ich, dass er einen stärker gemacht hat. Contract from below. Das ist so ein gutes Item. Ich weiß nicht, was es macht, aber es ist ein sehr gutes Item. Doch, wirklich. Wealth of Gas. Ja, super toll. Geiles Item. So, jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Item. Und The Empress ist auch gut. Wenn wir es schaffen, dann bewahren wir uns das sogar bis zu Mams Herz auf. Au. Mensch. Da war noch ein Miniboss. Waren wir beim Miniboss? Waren wir bei dir, ja. Das war ja Pride, stimmt. Guck mal, da unten ist ein Trunkbold. Der hat seinen Kopf verloren, weil er zu viel getrunken hat. Armer kleiner Kerl. Warte, was? Ah. Ich dachte, wir wären schon im Shop drin gewesen, aber ist ja nicht so. Leider haben wir keinen Schlüssel, das heißt, wir können da nicht reingucken. Und jetzt haben wir auch nur eineinhalb... Nee, okay, wir setzen hier Sampers ein. Sampers hat uns stärker gemacht. Ach ja, oh, das bringt uns ja gar nichts. Wir können ja gar nicht schießen. So blöd. Nee. Okay, Dinkel. Nee. Oh Gott, der wird uns... Nein, danke. Danke für den Scheißhaufen. Den nutze ich gerne. Haha. Nö, ich warte jetzt hier. Nö. Ich will keine Leben verlieren. Dash, du ruhig. Kannst die ganze Zeit dashen und spucken. Ist mir egal. Ich bleib hier. Hier bin ich sicher. Auf dem Scheißhaufen. Scheiße rettet mein Leben. Ja, geil. Läuft bei mir. Oh, jetzt sperrt er sich auch... Ja, genau. Sperrt er sich einfach nochmal selber ein. Oh, na, immer ein paar Herzen. Und der Löffel. Ja. Was haben wir hier? Das Ghost Baby. Damit kann man fliegen. Und Hure von Babylon, glaube ich. Wir nehmen das Ghost Baby mit. Dann können wir mit irgendwas schießen und mehr können wir hier nicht machen. Außer den Geheimraum suchen, aber macht nichts. Jetzt ist schon vorbei. Chance vertan. Haha, wir haben das Ghost Baby. Wir können überall durchschießen. Puh. 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 Tja, was machst du jetzt? Wir haben das Ghost Baby. Ja, ihr könnt nämlich nichts machen. Denn wir haben das Ghost Baby.
Guck, das Ghost Baby. Vernichtet euch. Einer nach dem anderen. Werdet ihr vernichtet werden. Nein, komm hier runter. Meine rote Fliege wird dich vernichten. Okay, dann halt die blaue. Dann war das halt doch die blaue. Sind hier noch mehr, die so dashen können? Ich glaube nicht. Aber diese kleinen können auch so ein bisschen dashen. Voll die Süßen. Bald werdet ihr es genauso gut können wie eure Großvetter. So. Gut, da war auch wieder nichts. Aber wir könnten hier alles zerschneiden. Nein, können wir nicht, weil das Spectral-Tier sind. Ah! Verdammt seid ihr, Spectral Tears! Verdammt! Hallo, kannst du mal sterben, du blöde Spinne? Dankeschön. Wieso gibst du... Oh, wir sind aber sau schnell. Das ist gut. Hui! Schnelligkeit for the win. Ich mag euch nicht, bitte sterbt. Ja, 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 bitte sterbt. So, ohne mich zu treffen. Danke. Danke, jetzt nur noch du. Wow. Okay, Ghost Baby, das schaffst du. Greif ihn an. Ghost Baby. Ich glaube an dich. Wow, die fliegen ja richtig weit. War das jetzt das Ghost Baby oder war es unsere blaue Fliege? Kein Plan. Ah, okay, man kann ja scheiße auf dem Dach damit. Oh, die fliegen da einfach durch. Man trifft also mehrere. Nice. Los, Ghost Baby. Mach all das Scheißhaufen kaputt. Und. Cool. Noch eine Fliege dazu bekommen. Das Ghost Baby bereichert uns um weitere Fliegen. Und eine Pille mit Bad Gas. Yeah. Okay, dann. Das ist aber cool, dass sie da durchfliegen und dann trotzdem alle Scheißhaufen trifft. So. Achso, warum wir eben. Warum wir die ganze Zeit so furzen, ist, weil wir diesen Penny haben. Den Butt Penny, oder wie der heißt. Jedes Mal, wenn wir dann eine Münze einsammeln, dann furzen wir. Ja, ganz toller Effekt. Das ist ein super Effekt. Das ist quasi der beste Effekt im Spiel. Nix toppt diesen Effekt. Vor allem, weil man ja auch so oft Münzen einsammelt, wenn man gerade kämpft. Sodass der überhaupt irgendwas bringen könnte. So, Larry. Ich nenne dich einfach Larry. Ich weiß nicht, ob du Larry heißt. Aber er sagt ja auch nichts dagegen. Also heißt er bestimmt Larry. So, eine Made war hier noch, habe ich gesehen. Plam! Okay, zwei Schlüssel lagen da jetzt wahrscheinlich, weil wir dieses Wealth from Below, oder wie das hieß, genommen haben. Hier haben wir noch eine Kiste. Schlüssel haben wir auch. Das heißt, wir können die sogar öffnen. Oh ja, Supidul! Die ist jetzt nicht gelohnt. Auch wenn wir jetzt kein... Doch, wir haben immer noch eine Bombe. Wir haben eine Bombe wiederbekommen, oder wie? War da eine Bombe drin? Ich habe nicht aufgepasst. Und ein Shop mit einer Map. Okay, eine Map hatten wir lange nicht. Die nehmen wir mal mit. Jetzt sehen wir, wo alles ist. Ne, jetzt sehen wir nur die Raumstruktur, wa? Okay, los, Ghost Baby. Ja, Ghost Baby, töte die Fledermaus. Okay, du hast ihn fast getötet. Du hast ihn zumindest geschwächt, Ghost Baby. Hast du toll gemacht. Wenn wir jetzt noch die Bibel finden würden, dann wäre das super Spiel. Dann wäre das wirklich toll. Dann würde ich dich wieder lieben. Da, 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 da. Okay, wir kriegen alles doppelt. Ich glaube, das war wirklich dieses Item, dass wir von dem einen Herzbettler bekommen haben, von diesem Teufelsbettler. Wow, und ich mag es, dass wir so schnell sind. Das ist cool. Megamore. Haben wir auch lange nicht mehr. Ist aber an sich ja kein Problem, vor allem nicht, wenn er diese Dinger nur spuckt. Bitte nicht treffen und du bist tot. Haha! Noch ein Speed-Up, okay. Bringt uns leider gar nichts, da wir eh nicht schießen können. Sonst wäre das ein cooles Item, aber für zwei ist das sowieso richtig teuer, oder?
Die haben wir in einer anderen Challenge freigeschaltet. Die machen halt, dass die Tränen so zu einer Sense werden, haben Spectral, also haben den Effekt von den Spectral Tears, dass sie überall durchgehen und auch von den Fierce Shot Tears, dass sie auch durch die Gegner durchgehen, wenn man sie trifft. Sodass, oh, was war das denn? Sodass man mehrere auf einmal treffen kann. Deswegen, und ein Damage-Up ist es natürlich auch. Deswegen ist es eigentlich ein richtig gutes Item, aber da wir eh nicht schießen können, nur mit unserem Baby, wäre es dumm gewesen, es mitzunehmen. Wie ich Spinnen hasse. Ich hasse euch Spinnen. Ich hasse euch. Yo. Weil wir alles doppelt bekommen. Wie nice. Einfach einen Herzcontainer geschenkt bekommen. Müssen wir uns nicht mehr irgendwas merken. Das ist doch auch schön. Ja, los, geht auf. Los, ich will nicht warten. Wir kriegen alles doppelt. Also, mit alles meine ich alles. Das ist ja nice. Wollen wir da rein? Wir wollen da rein. Nochmal zwei schwarze Herzen, sehr schön. Doch, das ist voll geil. Alles doppelt zu bekommen. Krass. Aber ich dachte, das wäre dieses 1 plus 1, aber wir hatten doch was anderes eingesammelt. Und ich habe übrigens meinen Seed nicht gezeigt, warum auch immer. Auch beim ersten Mal nicht. Naja. So. Sehr schön. Diese Furzerei ist auch unnötig. Hoffentlich finden wir bald ein besseres Trinket. No. Was haben wir hier? Wir können ja überall reingucken. Fuck! Meine schönen schwarzen Herzen. Oh, dieser Raum wäre sogar gut gewesen. Oh, wir hätten endlich mal unseren Penny einsetzen können. Das ist so ein blöder Penny. Wer will denn bitte so einen Penny haben? Oh. Achso, wir können ja sowieso alles aufschließen. Ja, dann ist das ja egal. Und da war sogar noch eine Münze drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Konnte man mit denen nicht knuddeln? Ich glaube schon. Die tun einem, glaube ich, nichts. Die hingegen schon. Im Schlüssel gehen wir zum Boss. Ist ja noch nicht die Marm-Ebene. Gertie, hi. Gertie ist doch ein netter Gegner. Wenn er uns nicht trifft. So. Er hat uns getroffen. Nein, das gibt Rache. Rache an Gertie. Stirb, Gertie. Stirbt Sachen, die Gertie ausgespuckt hat. Oh, jetzt kriegen wir keinen Teufelsraum. Oh, jetzt ist der One verloren, weil wir keinen Teufelsraum bekommen haben. Nein! Okay, ich habe gelogen. Der One ist noch gar nicht verloren. Witzig. Oh, es ist Chariot. Sehr gute Karte. Vor allem für Mom, für den Anfang vor allem, wenn diese blöden Laser wieder sind, von denen ich 98% getroffen wird. Lemon Party und ja. Pheromone, okay. Ich hasse euch. Wieso kann ich euch nicht mit der roten Fliege töten? Auf jeden Fall nicht effektiv. Oh, tschüss. Schöner Raum. Bye bye. Ich lasse euch nichts sortieren. Nö. Nö, nö. Dürft ihr nicht. Wum. Ah, nur ein ganzes Herz. Geld! Das war mein Konzert. Danke, danke. Tschüss. Hui. Warte, wo wollte ich hin zum Boss? Wo war der Boss? War der da unten? Jo. Wir könnten auch noch einen Geheimraum suchen. Da könnte er einmal da sein. Dann könnte er hier sein und da sein. Sehr schön. Und noch mehr Geld. Der Penny ist irgendwie lustig. Aber auch sau bescheuert. Braucht man nicht. So, haben wir sogar volle Leben und gehen weiter runter. Jetzt wird Gabis Paw sich lohnen. Welche Ebene war das? Die fünfte? Die fünfte, ja. Fünfte Ebene. Wir haben volle Leben. Wir können hier rein. Wir kriegen noch zwei Geld. Nein, die haben sich alle umgebracht, meine Fliegen, ohne was zu töten. Die brauchen mal einen besseren GPS, damit sie wissen, wo sie den Gegner angreifen müssen und wo nicht. Oh nein. Geh weg, ich bin eh zu schnell für dich.
Geh weg. Danke. Bye bye. Und was kommt jetzt noch? Okay. Ihr seid auch nicht so schlimm. Ihr seid nicht so schlimm wie die T-Shirts, die immer springen können. Und dabei spucken. Ich glaube, die hatte ich sogar noch gar nicht in diesem Spiel. Noch nie. So. Einen Augenblick mal kurz. So. Haben wir das auch hinter uns? Wir dürfen jetzt nur nicht übermütig werden, nur weil wir so viele Leben haben. Ah, warte, den können wir töten mit dem... Ist er tot? Nee. Schade. Macht das gar keinen Schaden? Doch, müsste doch. Der hat sich früh genug wegteleportet, weil er wusste, was wir vorhatten. Ganz schön schlauer Typ. Guck mal, die beiden Münzen wären dann nicht gespawnt, hätten wir die nicht vorher eingesammelt, oder? Jetzt haben wir quasi die Münzen verdoppelt, die wir da in dem Raum kriegen konnten. Ja, geil. Ja, geil. Ich mag das. Bad Ghast? Das können wir ja auf jeden Fall mal einsetzen. Hallo, Trollbomber. No. Oh, oh. Nein, geh weg. Oh, Gott. Krass, 4 Herzen. Ja, geil. Hä, wo kommt die denn her? Egal, nehmen wir mit. Wir sind so schnell. Achso, wir können ja auch noch schießen. Habe ich ganz vergessen. Ich vergesse immer meine ganzen Begleiter. Hoffentlich gibt es auf dieser Ebene noch einen Shop. Dann könnten wir wenigstens unser ganzes Geld mal ein bisschen einsetzen. Oh, oder sowas. Sowas ist auch schön. Dann können wir jetzt so lange Geld geben, bis er uns ein Lebensupgrade gibt. Das... Gut, wir haben immer noch viel zu viel Geld. Oh nein! Sterb! Spawnt ihr was? Nö. Hallo. Wollt ihr mein Geld, ja? Ich habe zu viel Geld, ne? Aber ihr kriegt es trotzdem nicht. Okay, das macht wirklich keinen Schaden. Das ist ja voll doof. Wieso machen die keinen Schaden? Die drücken sie nur weg, oder wie? Dann ist der Penny ja noch unnötiger, als er sowieso schon ist. Toll. The most unnütz Penny of the world goes to the bad Penny. And the prize for the scariest moment of my life goes to this sheet. Atemateur, ja super doll. Hä? Achso, wir hatten schon eine Pille. Lemon Party. Gut, nehmen wir Lemon Party mit. Lemon Party ist eh viel cooler. Bitte greift mich nicht an. Ich habe euch nichts getan. Ich habe nur euren Freund getötet. Toll, jetzt haben wir wieder keine blauen Herzen. Wir haben noch eben 4 Stück bekommen. Wo sind die denn schon wieder hin? Ich laufe auch echt jedes Mal gegen die. Weil ich sie immer mit der roten Fliege treffen will. Weil die halt mehr Schaden macht. Aber mehr Schaden birgt auch mehr Gefahren, meine Freunde. Denkt immer dran. Riskiert nicht zu viel. So. Genug Spinnen gespuckt. Das ist, glaube ich, die Marm-Ebene. Und ich möchte gerne noch in den Shop. Wir waren schon im Shop. Egal. Na! Blödes Feuer. Was haben wir hier sonst noch? Ach, halt. Bad Gas. Wollen wir nicht. Können wir das jetzt eigentlich aus... Wir können es tatsächlich ausmachen. Obwohl das Spectral Tier ist. Okay. Stirb, rotes Feuer. Stirb. Gut, dann suchen wir auf jeden Fall nochmal den Geheimraum, bevor wir zu Marm gehen. Ah, da war das schon. Super Greed, ja, super Duel. Kriegen wir noch mehr Geld. Ja, komm, setzen wir in die Lemon Party ein, dann sollte er sterben. Bevor wir hier noch ein Leben verlieren. Lemon Party ist richtig, richtig stark. Das ist voll toll. Hui. Was war das für eine Karte? Stimmt, The Chariot. Oh, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Echt gut. The Chariot ist nämlich eine sehr geile Karte. Sie macht dann nämlich zum Einhorn und Einhörner sind toll. Aber zudem macht sie einen ja auch noch unverwundbar. Oh, sehr schöner Raum. Kriegen wir noch ein paar Fliegen. Ja, ja, mach du mal. Mach du mal. Nee, das sind die falschen Fliegen. Ich will die kleinen, süßen Fliegen, die mir helfen würden. Au.
Nicht diese großen, hässlichen. Egal, zwei Kisten. Gut, wir nehmen auf jeden Fall das Trinket mit. Dann kriegen wir wenigstens verschlüsselt, wenn wir Geld einsammeln. Wenn wir Geld einsammeln? War das so? Keine Ahnung. Oder es droppen einfach nur mehr Schlüssel. Auf jeden Fall irgendwas mit Schlüsseln. Besser als immer nur zu furzen, wenn man einen Penny einsammelt. Schwumm. Diesmal laufen wir nicht gegens Feuer. Kann man die eigentlich auch ausmachen? Ja, kann da was drin sein? Ich weiß, dass es einen abschießen kann. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Respekt vor denen. Oh, da kann wirklich was drin sein. Auch gut zu wissen. So, hallo, Mom. Oh, du bist nur so blatt. Wo ist denn Mom hin? Was hast du mit Mom gemacht? Oh, die Musik ist cool. Au. Okay. Nö. Oh, cool, mit Chariot kann man ja sogar mit der roten Fliege dann richtig viel Schaden machen. Weil man einfach die ganze Zeit an den dran ist. So. Gut, können wir nicht mehr machen. Das heißt, wir gehen wieder eine Etage runter. Und sind hier. Jetzt sind wir hier, Leute. Jetzt sind wir hier, in Mams Ebene. Die berühmt-berüchtigte Mams Ebene sind wir jetzt. Die werden wir auch noch schaffen sollten. Okay, wir kriegen anscheinend keine Schlüssel, wenn wir Geld einsammeln. Das bedeutet wohl, wir kriegen Schlüssel, sobald wir... Keine Ahnung, wir kriegen einfach nur öfter Schlüssel, wahrscheinlich. Ah, das war klar, egal. Was ist hier? Der liebe Duck Fenikuso hat mir nämlich gesagt, was die einzelnen Würfel bringen. 1 und 6 Reworld anscheinend meine Items. Und dann gibt es noch andere Effekte, aber dazu hat er mir nicht die Würfelanzahl gesagt, die man dafür braucht. Es gibt auf jeden Fall noch einen Effekt, dass irgendwie die Ebene neu beginnt. Und also die gleiche Ebene, nur andere Raumstruktur etc. Komm, wir nehmen das mit. Dann kriegen wir noch ein paar rote Herzen. Und dann gibt es noch... Au. Ein Würfeleffekt. Mann! Ich muss mich hier gerade konzentrieren und alles. Das ist so voll doof hier. Hilfe, ich will hier raus. Der macht das... Warte, was hatten wir? Wir hatten Rewollen, wir hatten die Ebene neu und dann gibt es noch zwei, die die Ebene rewollen. Also die Items, die in der Ebene sind, dass die alle gerewollt werden. Und anscheinend noch einen, der die Stats verändert. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig aufgesagt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke dafür, Dark Fenikuzu. Slash Max. Max, 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 wo bist du nur? Max, 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 wir finden keine Spur. Hast du dich etwa da versteckt? Nein, nein, nein. Wir haben den Dollar, jetzt sind wir reich, reich, reich. Hoffentlich finden wir noch einen Shop. Oder einen Automaten. Aha, wir sind böse. Wir locken euch auf diese Dinger hier rauf. Und dann tötet ihr euch selber. Jo, da musste ich nicht mehr irgendwas machen. Schöne Sache. Ein paar Masken. Ja gut. Als wenn ich vor Masken Angst hätte. Los, blaue Fliege. Du bist dran. Zio-Türen, ist deine Chance. Du hast gefailt. Blöde blaue Fliege. Sehr schön. Hey, hatten wir nicht die Karte? Dass wir sehen... Doch. Klar, wir sehen ja auch die ganze Struktur. Oh Gott. Geht weg. Ich will nicht getroffen werden. Please. Please don't hit me. Don't hit me. No more. What is left? Baby, don't hurt me. Are you ever that? Nein, jetzt wurde ich echt noch getroffen. Ich glaub's ja nicht. So, wir kommen ja überall rein. Lemon Party. Lemon Party, Lemon Party, Lemon Party. Komm, kaufen wir die auch noch. Stores Energy, ja schön. Schön, schön. Leider haben wir kein Space Item, sonst wäre das bestimmt ein tolles Item. Guck mal, hier ist sogar wirklich der Bus. Und das ist Muddy. Aber ich suche erstmal noch eine Arcade, weil ich habe sau viel Geld. Oder sowas hier. Sowas ist auch schön. La, 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 la. Oh.
Oh, wieso geht hier alles kaputt, an dem ich spiele? Hä, ich dachte, der Spectre ist. Warum kann der da nicht durchschießen? Das ist ja doof. Schieß es aus, sonst tötet es mich. Danke. So. Wir haben sie alle in die Ecke getränkt. Jetzt kannst du sie alle töten. Los, Ghost Baby. Das kann jetzt ein bisschen dauern. 3 Stunden später. La 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 dim 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 dim. Ah, das dauert mir zu lange. Blaue Fliegenattacke. Die blaue Fliegenattacke ist die beste Attacke. Schum. Jetzt komm her. Ja, Mann, bringt auch nichts. Du stirbst sowieso. Haha. Oh, nee. 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 Lass mich raus hier. Oh, nein. Er hat die Bombe. Er hat sein Leben geopfert, um die Bombe da wegzuschieben, damit ich hier nicht rauskomme. So ein Bastard. Opfert er einfach sein Leben. Und dann kriegen wir hier nicht mehr was. Er hat sein Leben geopfert, damit wir seine Freunde auch noch töten können. Da oben ist der Boss. Da unten kamen wir, glaube ich, noch mit einem Leben rein. Ansonsten haben wir volle Leben. Da ist noch eine Kiste. Oder was ist das? Ah, warte, ich muss nachgucken. Was ist das da links? Was bist du? Was ist hier? Okay. Keine Ahnung. Geheimraum haben wir schon gefunden. Sonst haben wir auch alles auf dieser Ebene gemacht. Dann können wir ja zu Mom gehen. Auch wenn wir irgendwie blöden Sch... Oh ja, die rote Version. Das ist doch mal schön. So. Los. Nein, Lemon Party, bleib hier. Lemon Party, ich brauch dich. Au. Oh. Oh, mach mal die ganzen Steine hier weg. Danke. Okay, die rote Version ist irgendwie doch nicht so cool. Mach deinen blöden Fuß die ganze Zeit. Ah, du, Modi. Ich warne dich. Der Fuß bleibt nicht lang genug da. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ist aber machbar. Wenn die Fliegen denn richtig sind. Ja, komm schon, Mutti. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin eine blinde Nonne. Mit einem Geisterbaby an meiner Seite. Schalalalala. Mutti, mach deinen Fuß auf mich runter. Dankeschön. Jetzt ist er wieder oben, jetzt ist er wieder unten und du bist tot. Die Peitsche. Ja, Shotspeed und Damage ab. Juhu. Gut, wir haben auf jeden Fall viele Leben. Und mit diesen vielen Leben gehen wir in The Womp. Die Folge ist jetzt schon eine Stunde lang. Was soll's? Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Dann hat sich das wenigstens gelohnt. Wieso gehe ich hier rein? Ich wusste, dass hier nichts drin ist. Ich wusste das. Ich habe die Karte. Trotzdem gehe ich hier rein. Okay, wo könnte der Boss sein? Wahrscheinlich links rum. Also gehen wir links rum. Und suchen den Boss. Wir sind auf Boss-Suche. Lasst uns in Frieden. Die können ja, glaube ich, nicht spucken. Das heißt, wir sind hier drauf sicher. Können wir einfach warten, dass sie alle herkommen und sie dann mit den Fliegen töten. Schade, dass es so eine Taktik nicht auch beim Mom gibt. Dass es da irgendwie einen Stein gäbe, wo sie endlich treffen kann. Ja, es wäre voll cool gewesen. Aber vielleicht finden wir ja noch eine Bibliothek. Die kann man ja in so einem eigentlich auch noch finden. Ey!
Was soll das? Was triffst du mich einfach? Oder eine Arcade. Eine Arcade wäre auch noch schön. Hätten, glaube ich, noch keine einzige Arcade. Oh Gott, was ist das? Na, was? Was zum? Okay. Okay, das ist mir zu blöd. Ich hau ab. Tschüss. Bye, bye. Ihr seid mir auch zu blöd. Oh nein, er hat sich losgerissen. Alter, wie der aussieht. Wie auf seine Augen hin und her wackeln. So, wir müssen jetzt warten, bis die Fliegen in der richtigen Position sind. Ah ja, jetzt kommt doch einfach her. So. Nein, du sollst herkommen. Oh, Junge. Danke. Keine Ahnung, warum ich hier reingehe. War eigentlich klar, dass hier kein Boss sein kann. So. Oh, das ist ein Wunder, dass ich da nicht reinlaufe. Sonst laufe ich doch immer... Sonst laufe ich doch immer in den Laser rein. Ah. Nein, jetzt müssen wir echt nochmal rein. Okay, tschüss. Nein, nein, lasst mich. Lasst mich. Ich will euch nicht mehr sehen. So. Ihr Hentai-Tentakel könnt auch weg. Keine Herzen für mich, keine Herzen. Nee, nee, ich gehe hier sicher in die Ecke. Da triffst du mich nämlich nicht. Und du hast mich getroffen, weil ich um meine Ecke rausgegangen bin. Yeah, yeah. Voll der geile Web. So, hier kann er auch nicht sein. Wieso gehe ich hier rein? Ich will hier gar nicht rein. Aber hier könnten wir Leben bekommen. Und zwar recht easy peasy. Können da darüber schweben? Ich glaube nicht. Ah, den machen wir einfach mal. Kann der jetzt hier rüber schweben oder nicht? Ich bin mir gerade unsicher. Er kann. Okay. Okay, er kann darüber schweben. Das heißt, wir müssen allem ausweichen. Erstmal die Made töten. Dann sterben wir einfach in diesem Raum. Gar kein Problem. Oh nein, hoffentlich kriegen wir Leben in diesem Raum. Wenn nicht, wäre schade. Hilfe. Okay. Jo! Okay, wir sterben tatsächlich in diesem Raum. Wow. Wow. Nicht dein Ernst. Die Marder hat uns, glaube ich, gerade gerettet. Sie hat nämlich das Ding abgeblockt. So, okay, wir sterben doch nicht in diesem Raum. Wir müssen einfach nur warten, bis die blaue Fliege da hinkommt. Und dank unserem Trinket sollten wir auf jeden Fall mal zumindest halbe Herzen finden. Oh, ich habe so Angst, aber wir sind glücklich. Wir lächeln immerhin. So. Purple Heart Challenge Up. Das ist doch bestimmt irgendwas Gutes, aber Challenge Up ist natürlich scheiße. Ah, fuck. Hier ist der Boss. Aber wir haben nur ein Leben. Ich will aber auch nicht in diesen anderen Raum. Ah, nee, wir müssen rein. Hilfe! Ah! Ah! Nein! Ah! Okay. Das haben wir überlebt. Hoffentlich trifft uns nichts. Oh Gott, wenn es hier jemand trifft, dann sind wir tot, 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 tot. Ja, ja, dann sind wir tot. Bitte geht alle weg. Ich hab Angst. Oh Gott. Please don't hurt me. Wenn mich nur einer trifft, dann sind wir einfach tot. Ich mach einfach gar nichts, sie töten sich selber. So. Hilfe. Kann der lila Limber bitte sterben? Den haben wir schon ein paar Mal mit der blauen Fliege getroffen. So, jetzt sollte er sterben. Immer noch. Alter. Wie viele Leben hat denn der bitte? Nur Schlüssel? Dein Ernst? Dein Ernst? Oh. Wieso kriegen wir keine Leben? Wir haben genug Geld. Wir brauchen kein Geld mehr. Geheimraum. Geheimraum, Geheimraum, Geheimraum. Geheimraum mit Bettgas. Danke, immerhin.
Zweimal Bad Guys, okay. Okay. Concentration, Leute. Concentration. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. In diesem Raum werden wir keine Leben verlieren. Kein einziges. Okay. Ich habe gelogen. Tut mir leid. Vergebt ihr mir, dass ich gelogen habe? Wow, dann wären wir einfach wieder am Anfang gewesen, wenn der uns jetzt getroffen hätte. So, wie wir hier reingekommen sind. Explodieren die? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Respekt gerade vor denen. Wieso haben die so viele Leben? Ah, Gott, geht weg. Danke, okay, sie explodieren nicht. Und wir kriegen einfach keine Leben, Mann. Ey, yo, what's up? Leben, da ist immer ein Leben. Und ein Wealth of Chaos. Wealth of Chaos. Hört sich auch interessant an. So, wir lassen ja einfach mal alles Mögliche explodieren, weil da ja anscheinend oft Leben drin sind. Cool, hier, wir lassen noch mehr explodieren. Gut, da war nix. Was macht der? Burn Penny, Wealth of Chaos. Ich glaube, der macht nur, dass wir mehr Bomben finden können. So. Guck mal, bei denen merkt man wenigstens, wenn sie einen nicht treffen können. Weil sie dann einfach stehen bleiben. Okay, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall viele Leben. Kriegen ja noch einen kleinen Miniboss, der sich erstmal selber ansprengt. Der wollte nicht, dass seine Bombe gar nichts gemacht hat. Da hat er sich lieber selber in die Luft gesprengt. Boah, wie krass viele Leben die rote Fliege einfach abzieht. So. Oh, wir haben endlich ein Space-Item. Leute, wir haben ein Space-Item. Juhu. Okay. Warte, wo müssen wir denn hin? Dahin. Lasst mich. Ich will nichts von euch. Gut, was war hier noch? Da war genau das Ding. Wollen wir es mitnehmen? Oh, das ist bestimmt irgendwas Gutes. Ich könnte kurz nachgucken, aber ich habe Angst, dass dann das Programm abschmiert. Ah, ich guck mal kurz nach. Vielleicht spackt jetzt mein Programm rum. Kann sein, dass ihr jetzt ein Standbild habt. Wo ist das? Hallo, da. Aber anscheinend geht's weiter. Ich hoffe nur, dass das dann jetzt nicht alles doof wird. So, das war Purple Heart, ne? Purple Heart. Das möchte ich jetzt wissen. Purple Heart. Higher Chance for Champion Enemies. Ja gut, die können natürlich auch bessere Sa Sachen droppen. Aber natürlich auch mehr Leben abziehen. Also nehmen wir es nicht. Oh nein. Ernsthaft, The Blood? Warum? Warum The Blood? Hier, friss das! Pow! Wow. Nein, bei dem muss man ja eigentlich nur oberhalb von ihm bleiben. Dann tut er einem nichts. Weil wenn man unter ihm ist, dann macht er diese Kacke. Und wenn man seitlich von ihm ist, dann macht er diese Kacke. Und wenn man unter ihm ist, dann macht er diese Kacke. Okay, wir sollten über ihm bleiben, Mann. So. Über ihm bleiben und nicht getroffen werden. Ich hasse diese Platze. Blatt, der macht halt sofort seinen Laser. Sobald man einmal in der Position ist, dass er seinen Laser machen kann, macht er ihn auch. Gut. Immerhin geschafft, kriegen ein unnötiges Item, da wir beides nicht gebrauchen können und sind jetzt schon in der Ebene mit Mams Herz. Nicht schön, aber hier ist wenigstens ein schöner Raum. Mit schon wieder nur so ein Kack. Wir haben genug Geld. Hoffentlich. Lol, was ist das für ein geiler Raum? Hoffentlich finden wir noch ein Arcade. Oder irgendwas, wo wir Geld lassen können. Eine Bibliothek mit der Bibel drin wäre natürlich das Beste. Aber ich weiß gar nicht, ob man noch eine Bibliothek so weit unten finden kann. Aber unser Ghost Baby könnte uns mal ein paar Fliegen besorgen. Bist du so nett, Ghost Baby? Danke. Da ist noch eine Fliege. Ich schnapp sie dir. Danke. So.
Oh, die armen Baby-Scheißhaufen und wir töten sie einfach. Ey, cool, wir können das gleich zweimal einsetzen. Nice. Nice one. Okay, auf diesen Raum habe ich ehrlich gesagt so gar keine Lust, aber wir haben nicht genug Bomben. Ah, hier, nimm das. Bam. Oh, ich mache mir hier gerade meinen Schutzwall kaputt. So ein bisschen. Hier geht er nicht. Was? Ich dachte, da geht er nicht rüber. Ach, komm her. Komm her. Da. Da. Achso, wir hatten das nur einmal frei. Na toll. Mann, dieses Ding im Boden kann jetzt mal bitte sterben. Das nervt mich gerade ein bisschen. Du. Fuck. Lass dir wenigstens leben hier. Nein. Warum nicht? Da. Wow. Da, so, da können wir nicht rein in das andere Ding. Oh. Lässt du mich bitte in Ruhe? Danke. Oh, zwei Pillen. Bitte was Gutes. Are you a wizard? Zweimal. Ja, toll. Das ist toll. Ja, ja, ich mag das. Pum. Ist der schon mal weg? Das ist doch schön. Yeah, yeah. Yeah. Bisschen toller Zombie, ja? Denkst du, bist ein toller? Da, wir können Geld ausgeben. Oder es ist eine Bibliothek, das wäre noch schöner. Wenn die so eingesperrt sind, ist das sowieso voll cool. Bitte eine Bibliothek. Ja, wir kriegen einfach die Bibel. Ja, wie geil ist das denn? Wir haben gewonnen. Wir kriegen einfach in der letzten Ebene die Bibel. Oh nein, jetzt müssen wir nur noch zum Boss kommen. Oh, das kriegen wir ja wohl hin. Wir kommen ja wohl zum Boss mit 3,5 Herzen. Oh, bitte, bitte, bitte. Das wäre so perfekt. Ich will die Fliegen haben. Danke. Und die dritte auch noch. Ein bisschen Schaden. Oh, wie geil. Bitte, 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 bitte. Wir müssen einfach nur zum Boss kommen. Einfach nur zum Boss kommen. Dieser Raum ist nicht schwer, das ist schön. Einfach nur zum Boss kommen. La 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 la. Wo wird der wohl sein? Wir brauchen nichts weiter, wir haben einfach die Bibel. Wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. Oh Mann. Okay, ich werde mich jetzt sowas von konzentrieren. Kein einziges Mal mehr getroffen zu werden. Kein einziges Mal mehr getroffen. Okay, wir kriegen sogar noch ein paar. Oh, nice. Nice one. Noch eine Pretty Fly. Und Puberty, okay. Nice. Wir kriegen einfach in der fucking letzten... Oh nein. In der fucking letzten Ebene die Bibel. Für diese scheiß Challenge. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Spiel. Ich liebe dich. Oh, da ist sie. Da ist sie. Da ist das Mutters Herz. Da ist Mutters Herz. Ja! Ich freue mich gerade. Alter. So, wenn du kaputt bist, dann haben wir ja keine Gefahr mehr. Außer diese Dinger. Nice. Bitte, ich will einfach nur dahin. Sterbt jetzt ihr Tentakel. Alle. So, so. Und? Oh. Oh, ab zum Mom! Hallo! Ja! Danke! Oh mein Gott, so ein einfacher Kampf! Danke! Oh ja! Endlich! Rune of Pertwo! Oh. Endlich die sechste Challenge nach dem 9. oder 10. Versuch, ich weiß es gerade nicht. Ma, nachdem der erste Versuch so kacke war, die Folge geht jetzt einfach über eine Stunde, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, wir haben diese fucking Challenge endlich geschafft. Meine Fresse. Oh, ich weiß nicht, ob wir das ohne die Bibel geschafft hätten, weil wir hätten halt nur das
Ghost Baby und unsere Fliegen. Ich denke eher nicht, auch wenn wir 6 Leben oder so hatten. Aber nur den Fliegen ist echt hart. Auch wenn mir einer in die Kommentare geschrieben hat, dass er es nur mit den Fliegen geschafft hat. Auch nur mit 6 Leben. Dafür auch Respekt. Ich würde das aber wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ich freue mich, dass ich die Solar System Challenge jetzt geschafft habe. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Auch wenn das irgendwie doof kommt, jetzt hier viermal dasselbe Thumbnail und alles Mögliche. Oh, ich schließe das Spiel immer. Ich weiß auch nicht warum. Macht ja nichts. Bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich. Danke. Tschüss.